Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir hier erstmal einen kleinen Cut gemacht, weil ich denke, dass da noch einiges kommen wird. Und jetzt müssen wir erstmal mit Sotasil sprechen, bevor wir den großen Zug mit wenig Leuten beginnen werden. Das ist der Augenblick der Wahrheit. Sobald wir beginnen, kann nichts mehr den Weg zum großen Finale verstellen. Ihr müsst sicher sein, dass ihr alles Nötige habt, bevor ich die Traumhöhle aktiviere. Ja, ich bin nur gerade ein bisschen verstört, weil der Barbas sich die ganze Zeit, naja, ihr wisst schon, wo am Lecken ist, aber gut, es ist halt ein Hund, ne? Ich bin bereit, mit dem Ansturm auf den Kristallturm zu beginnen. Ich führe euch durch die Felder des Bedauerns, um den Kristallturm zu erreichen. Hey, der Hund hat gesprochen! Ich kann Kontakt mit Mephala herstellen. Sie ist bereit zu erscheinen, wenn ihr ihr Zugang gewährt. Oriandra, Valsiren, helft mir. Lasst uns den Weg öffnen und die Fürstin der Geheimnisse nicht mehr warten. Sotasil, der falsche Gott. Ich hätte mit euch rechnen sollen. Fürstin Mephala, ehrt ihr den Handel, den ihr mit dieser Sterblichen Ich eingegangen halte seid? fast immer mein Wort. Schickt mir die Sterbliche, die meinen Netzen immer wieder entgeht. Wir haben viel zu besprechen. Ihr seid für eine Sterbliche merkwürdig konsequent. In meinen Berechnungen habe ich eure Bedeutung anscheinend irgendwie übersehen. Und doch war das zu meinem Vorteil, denn nun haben wir eine Chance, Nocturnal aufzuhalten. Und das sollte man unbedingt genießen. Ihr werdet also die entschlossenen Diamanten für uns einstimmen? Ich kann die Diamantschlüssel einstimmen, aber das wird nicht reichen, damit ihr sicher seid. Unter Einsatz von Geheimnissen, die sie Sotasil entwendet hat, konnte Nocturnal den Kristallturm mit grenzenloser Macht erfüllen. Doch dadurch wird die Verbindung des Turms zur Wirklichkeit zusehends instabiler. Was brauchen wir sonst noch? Ich muss die entschlossenen Diamanten in mehr als nur Schlüssel verwandeln. Sie müssen zu Ankern werden. Etwas, was euch in dieser Realität festhält. Ohne einen solchen Fixpunkt werdet ihr euch verlieren, wenn der Turm in Windeseile von einer Ebene zur nächsten wechselt. Und im Ausgleich. Sagt mir, was ich für euch tun soll. Zwei triviale Zugeständnisse, mehr nicht. Erstens, so wie Wiele seinen Bluthund entsendet, solltet ihr meinen Grafen Leighton mit in den Kristallturm nehmen. Und zweitens, ich will ein privates Treffen mit Sotasil, nachdem die Wirklichkeit gerettet wurde. Sind wir im Geschäft? Uiuiui. Wobei ich Leighton sowieso mitnehmen wollte. Ich kann nur für mich sprechen. Stimmt die Diamanten ein, wie ihr es gesagt habt, und Leighton kann mich begleiten. Zwei entschlossene Diamanten, erfüllt mit der Macht Mephalas. Jetzt verschmelzen sie zu einem einzelnen Edelstein, einem entschlossenen Anker, der als Schlüssel und Schutz dienen soll. Verliert ihn nicht. Nur seine Anwesenheit wird euch und eure Begleiter in dieser Wirklichkeit festhalten. Hab Dank, Fürstin Mephala. Denkt daran, wer sich zu weit vom Schutz des entschlossenen Ankers entfernt, wird im Nichts zwischen den Wirklichkeiten vergehen. Und wisset, dass ich zuschauen werde. Geht das? Ich will nicht ausspioniert werden. Jetzt bin ich dran. Lasst mich das Geschenk meines Herrn nutzen und euch zum Kristallturm bringen. Holt das Herz und stellt das durchschaubare Gesetz wieder her. Aber denkt daran, ihr braucht ein Relikt göttlicher Leighton, Energie. Versprich mir, dass du auf sie aufpasst. Ich verspreche es, Val. Oriandra, falls ich sterbe, dann sollt ihr wissen, dass unsere Zeit zusammen mich zu einem besseren Menschen gemacht hat. Was redet ihr denn da? Psst, weint ruhig. Ich versuche, zu euch zurückzukommen. Das verspreche ich.
typische Tarion. Wovon redet denn dieser verrückte Ritter? Das erinnert mich so an die Zeit in Kalthafen, ja. Ich wette, Nocturnal weiß, dass wir kommen. Das war's wohl in Bezug auf Überraschung. Wo ist Vieles Bluthund? Hat er uns im Stich gelassen? Eine gute Frage, aber ich sag mal, die werden alle ihr eigenes Süppchen brodeln, ne? Kochen, so. Nicht brodeln. Ich meine, so viel war uns ja von Anfang an klar. Leid und Knochen! Nocturnal entsendet Kreaturen in unser Reich? Nicht während Barbas Wacht hält! Scarfin, kommt herbei! Wo wollt ihr denn hin, Kreatur? Ich versprach euch, den Weg zu zeigen. Hallo? Das ist der Pfad. Oh. Das ist der Weg zum Turm. Jetzt muss ich ein Reich verteidigen. Ich glaube, ich mag Barbas nicht besonders. Keiner mag Barbas besonders. Oh, wo läuft er? Ich laufe ihm hinterher und er läuft hier die Büsche rein. Jungs, könnt ihr mir mal folgen? Wir müssen ja hier nicht gerade jeden mitnehmen. Wo sind die nervig? Wie oft muss ich mich denn hier heilen? Alter. Hallo? Sag mal, ihr seid echt nervig heute. Wo ist denn mein super toller Tank hier? Da hinten. Geht mir nicht auf den Zeiger, ich muss hier durch. Ich habe keine Zeit für euch. Was für ein Durcheinander. Der Gedanke, dass wir von Sterblichen abhängen. Wohlan, unterhalten wir uns. Nocturnal wagt viel, wenn sie das Reich meines Herrn angreift. Aber da... Alter, ernsthaft? Ich bin mich hier um unterhalten. Ich glaube, Basti braucht meine Hilfe. Habe ich ihn erreicht? Okay, er ist wieder geheilt, sehr schön. Kann ich mich jetzt endlich weiter unterhalten oder kommt hier noch jemand? Wo kommt denn jetzt her? Hab ich noch gar nicht gesehen. Geht es noch? Kriegt ihr das unten jetzt mal alleine hin? Nee, Basti lebt schon nicht mehr. Komm, lass uns mal einfach reden hier. Nocturnal wagt viel, wenn sie das Reich meines Herrn angreift. Aber da sind wir auch schon heil und wohlbehalten am Ziel. Der Kristallturm. Zumindest in der Fassung, wie sie auf den Feldern des Bedauerns steht. Jetzt muss ich aber wirklich wieder Nocturnals Schergen anbellen und beißen gehen. Wie können wir von hier aus den Turm betreten und Nocturnal erreichen? Nun, das hängt davon ab, wie gut Mephalas Magie ist. Wenn ihr auf den entschlossenen Anker eingestimmt seid, wie sie es versprochen hat, werden sich die Tore des Kristallturms öffnen, sobald ihr euch nähert. Wenn nicht, dann werdet ihr wahrscheinlich auf der Schwelle sterben. Das sind doch tolle Aussichten. Solltet ihr nicht mit uns kommen? Das war der Plan, ja. Aber die Pläne haben sich geändert, als Nocturnal das Reich meines Meisters angegriffen hat. Jetzt will Clavicus Vile, dass ich die Invasoren abwehre und alles für den Notfallplan vorbereite, falls ihr scheitert. Nur habe ich keinen Notfallplan. Daher solltet ihr lieber nicht scheitern. Womit müssen wir im Kristallturm rechnen? Ich war noch nie im Turm, der alle Realitäten überspannt. Aber ich vermute, dass ihr immer weiter nach oben müsst. Wenn ihr die Nachtherrin erreicht, beißt sie mal kräftig für mich. Wir gehen da jetzt rein. Denkt an Mephalas Warnung. Entfernt euch nicht vom entschlossenen Anker, sonst verliert ihr euch zwischen den Wirklichkeiten. Nichts leichter als das. Dieser Ort sieht überraschend heil aus. Die Innen- und Außenräume solcher Orte passen nur selten ganz zusammen. Schade um die Sabiarchen, die da waren, als Nocturnal diese Magie entfesselte. Dann mal los, wo müssen wir denn hin? Nach oben, ne? Ja, ich weiß, ihr nervt mich wieder. Ich will nur erstmal in die Richtung, wo ich hin... Achso, hier geht's noch weiter.
in die Richtung, wo ich hin muss. Das wollte ich sagen. Bevor ich auch noch zusätzlich Schluck aufbekommen habe. Mann, ich kann überhaupt gar nicht mehr reden hier. Oh, nerv mich jetzt nicht, komm. Hallo, geht's noch? Eine Sackgasse? Sind wir falsch abgebogen? Also wenn der da in der Ecke steht, schon. Schau mal, mit wem kämpft der denn hier? Er bewegt sich. Faszinierend. Er scheint sich aus eigener Kraft umzubauen. Wir sind in Hogwarts. Gehen wir besser weiter, bevor es diese Plattform hier nicht mehr gibt. Das ist schön. Ich habe ja damals zum Tag des Erscheinens auch eine sehr bekannte, also mittlerweile sehr bekannte, ein Hogwarts-Haus erstellt. Das war auch total cool. Schau, ich habe mich so lange darauf vorbereitet. Teile der Decke sind eingestürzt. Ja, aber was ist mit den Schattensapiarchen? Auf den unteren Ebenen war alles voll mit ihnen. Tja, und was heißt das? Bleib zurück! Im Ernst? Ein wandelnder Vulkan? Der macht uns nichts aus. Basti tankt den und ich mach den platt. So, muss ich nur erstmal abkühlen. Ich weiß nicht, wie ihr den Turm betreten konntet, aber ihr müsst hier raus. Sie lebt noch. Wir müssen ihr helfen. Nein, bleibt weg. Das Schutzrelikt versagt langsam. Ihr könnt mir nicht helfen. Sie hat recht. Sie beginnt schon dahin zu schwinden. Bitte, bevor ich verloren bin, sagt es mir, was ist geschehen? Ich habe es verdient, von euch zu erfahren, warum der Turm das macht. Nocturnal hat die Kontrolle über den Kristallturm übernommen. Wir steigen von hier aus... Wie steigen wir von hier aus den Turm hinauf? Nocturnal? Ich soll also als kleine Figur im Spiel der dädrischen Fürsten mein Leben lassen? Es tut mir leid, aber wir sind in einer Sackgasse angelangt. Die Explosionen. Der Ausgang wird von Trümmern blockiert. Die kriegen wir niemals bewegt. Ihr solltet umkehren und flüchten. Bitte, wir müssen weiter nach oben, wenn wir Nocturnal aufhalten wollen. Die alte Balliste. Wenn ihr sie wieder betriebsbereit machen könntet, wäre sie sicher stark genug, um die Trümmer zu durchschlagen. Oh, ihr Götter, das Relikt. Ich bin noch nicht bereit zum Sterben. Es tut mir leid. Ich will nicht sterben. Lasst mich helfen. Befreit euren Geist. So schwer, sich zu konzentrieren. Denkt an eure Lieben, an ihre Gesichter. Meine Magie wird euch helfen. Ich sehe sie. Der Schmerz vergeht. Ich sehe. Sie ist tot. Ihre letzten Augenblicke waren friedlich. Dafür habe ich gesorgt. Die Magie, die die Schatten zurückhielt, ist fort. Sie werden sich gleich auf uns stürzen. Du meinst die Schatten, die hinter uns gerade aufgetaucht sind? Finde die kaputte Balliste. Na gut, ich schätze mal, mit denen müssen wir kämpfen und können da nicht einfach so durchrennen. Ach, die explodieren, wenn die sterben, oder was? Das muss aber irgendwo hier oben sein. Ja, da, ja. Was mache ich jetzt damit? Hallo? Der sterbende Sapiarch hatte recht. Das ist eine Balliste. Sie ist nicht kaputt. Es fehlen nur ein paar Teile. Schaut euch nach ihnen um. Ich repariere den Rest. Ja, kein Thema. Ich weiß nur nicht, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich unten, oder? Ah ja, durch die Gänge unten. Ich verstehe schon. Okay. Dann hier oben nicht. Aber hier.
Alter, dein Ernst jetzt? Kann man hier nicht mal in Ruhe was nehmen? Komm jetzt, nimm das. So, lasst ihn in Ruhe, wir müssen weiter. Schmeckt unseren Stahl. Da müssen wir hin. Ich dachte gerade, das Ding explodiert noch. Hilfe! So, kann ich da irgendwie ran, ohne hier direkt gebrutzelt zu werden? So. Hier sind Bücher, die würde ich gerne mitnehmen. Hier geht mir eindeutig zu sehr auf den Geist. So, ist das hier in der Mitte? Darien, komm mit. Wir müssen die Balliste reparieren. Also, du musst die reparieren. Ich schlepp nur die Teile dahin. Das sieht ja so krass aus hier, ne? Ach so. Das sollte es gewesen sein. Ich brauche eine Kurbel, ein Seil und ein paar Ballistenbolzen. Hier ist, was ich finden konnte. So, und nun? Muss ich jetzt dagegen schießen? Oder in die Richtung, in der es stand? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Wie war unser Ziel jetzt genau? Moment, kann ich mir gar nicht anzeigen lassen. Moment, kann ich hier nochmal raus? Benutzt die Balliste gegen den... Ach so, gegen den versperrten Durchgang. Ach, ich bin ja auch so doof. Okay, okay, okay. Also da, nehme ich mal an. Oder war das der unter uns? So räumt man den Weg frei. Ja. Genau so einen brauche ich. Okay, wir schaffen es auch so. Genau so einen brauche ich, ja, ja. Ich hätte auch gern so eine Balliste bei mir im Haus stehen, muss ich sagen. Aber da das wieder so ein PvP-Gedöns ist, wird das wohl nie passieren. Weil man ja leider so keine kaufen kann. Findet einen Weg durch die Bibliothek. War das hier oben oder war das unten? Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Oh, wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Ich habe doch extra alle getötet. Links ist... Nee, das ist... Oh, lauf erstmal gegen das Bücherregal. Moment, da hinten, da leuchtet was. Ich hätte links hochgehen sollen. Na toll. Ich wusste es doch. Schlüsselpodest. Findet den Schlüssel zum Podest. Der natürlich unten ist. War ja klar. Also muss ich doch wieder alle kaputt machen. Ah! Wo sind die beiden jetzt eigentlich hin? Achso, die rennen doch hinter mir rum. Ich dachte gerade schon, hier gibt es übrigens sehr viele Bücherregale, die ihr natürlich lesen könnt, wenn ihr selber hier durchlauft. Aber wenn ich das... Gefährtenfähigkeit, Bollwerk, okay. Wenn ich das jetzt aber auch noch machen würde, dann würde das hier ewig um 3 Jahre dauern, deswegen... Und obwohl ich das extra schon gesplittet habe, ist die Aufnahme schon wieder ziemlich lange bisher. Okay, versteck du dich mal im Bücherregal, dann mache ich den erstmal kaputt. Kein Thema. Ne, den kann ich noch nicht. So. Geld. Geld bzw. Gold ist sehr, sehr wichtig. Wo kam die denn her? Nocturnal flickt das durchschaubare Gesetz. Bald spielt nichts mehr eine Rolle. Nein, das dürft ihr nicht tun.
Verrückte überzeugt man nicht, Layton. Wir haben ohnehin Gesellschaft. Wie aufmerksam, Ritter. So, ich glaube, sie hat nichts mehr zu sagen. Oh, ich wollte gerade weitergehen. Könnt ihr nicht einfach... So. Dann kann ich jetzt hoffentlich den Schlüssel oben benutzen. Seid ihr noch da, Jungs? Ja, zumindest Basti ist noch da. Der Rest kümmert sich, glaube ich, noch um den Minotauren. Oh nee, oder? Darien, mach schneller! Ich will den Schlüssel benutzen. Ja, das wäre geil. Jetzt steht er da unten. Kann ich von hier oben angreifen? Komm, jetzt ist er resettet. Jetzt kommt doch mal nach hier oben zum Schlüssel. Darien. Achso, jetzt steht er neben mir. Wieso kann ich den Schlüssel jetzt nicht benutzen? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Muss ich jetzt mit der nochmal reden? Och Leute, warum könnt ihr das nicht einfach ein bisschen spezifischer sagen hier? Wir haben noch keine Zeit. Wenn ich mit der reden sollte, warum haben die das dann nicht einfach angezeigt? Jetzt greifen die den wieder an. Das ist nervig. Mach den doch mal kaputt, damit wir jetzt mal mit der reden können. Warum wollt ihr euren Schmerz noch verlängern, Layton? Ihr wisst nichts über Schmerz. Eine Schande. Ich dachte, wir würden uns gleichen. Sei's drum. Euer Weg endet hier. Genug! Gebt mir den verdammten Schlüssel! Sie versucht, uns aufzuhalten. Trefft mich vorne am Torpodest. Ach so, ich dachte, wir haben den Schlüssel geholt und... So. Und dann haben wir... Oh, warum kann man das nicht einfach sagen? So nach dem Motto, haha, ich habe euch den Schlüssel geklaut oder so. So für die ganz Doofen, die das nicht mitbekommen haben. Oh. So, können wir jetzt endlich... Versucht das Schlüsselpodest. Sie hat etwas umgestellt. Das Tor lässt sich nicht öffnen. Wir nähern uns wohl der Spitze des Turms. Deshalb entsendet Nocturnal auch ihren Champion, um uns aufzuhalten. Nocturnals Gräfin hat den Mechanismus zu schwer beschädigt. Selbst wenn wir an den Schlüssel kommen, bin ich mir nicht sicher, ob er das Tor öffnen würde. Wisst ihr, wie wir durch das Tor gelangen können? Sapiarchenmagie ist mächtig, aber nicht so mächtig wie die Magie des Psijic-Ordens. Da wir den Schlüssel nicht haben, kann ich versuchen, den beschädigten Mechanismus zu überwinden und euch dann folgen. Wie werdet ihr das machen? Ich kann den Mechanismus manuell von hier bedienen. Sobald ihr und Darien dann durch das Tor seid, kann ich mich zu euch teleportieren und es so zur anderen Seite schaffen, bevor es wieder zufällt. Das will ich hoffen. Na schön, öffnet das Tor. Das Tor! Es öffnet sich! Los! Lange schaffe ich das nicht mehr! Ist das jetzt unten? Ach so, auf der anderen Seite. Kommt mit, Jungs. Ich hab gedacht, wir müssen durch das Ding durchlaufen oder so. Das Tor! Layton, passt auf! Ich muss euch hier aufhalten. Euch alle. Ich fragte mich schon, ob ihr selbst auftaucht. Ach so, anstatt nur bedrohliche Bilder zu schicken. Ein geschlossenes Tor wird sie nicht retten, Layton. Nein, aber das wird euch eine Weile beschäftigen. Nein! Wo sind sie hin? Ist Layton tot?
Das sollte Sie beschäftigen. Zumindest eine kurze Weile. Warum leuchtet ihr? Ich war zu selbstverliebt, fürchte ich. Valsiren sagte immer, dass ich mir meiner eigenen Fähigkeiten zu sicher war. Ich hatte einfach angenommen, dass ich wieder zurück in den Schutz des entschlossenen Ankers kommen würde, bevor ich mich auflöse. Eine Schande. Mir wäre ein heldenhafteres Ende lieber gewesen. Das war von Anfang an euer Plan? Ich musste etwas tun, um Nocturne als Champion loszuwerden. Zumindest eine Weile. Abgesehen davon hatte ich einfach gehofft, dass ein kurzer Moment ohne den Schutz des Ankers nicht tödlich sein würde. Wieder etwas, bei dem ihr Valsiren sagen könnt, dass ich mich geirrt habe. Ist das so? Es gibt nichts, was wir tun können? Ihr könnt Nocturnal aufhalten. Mir wäre es lieber, wenn ihr und der Ritter nicht dieses Schicksal erleidet. Wenn alles gut läuft, könnt ihr Valsiren sagen, dass es mir leid tut. Jetzt beeilt euch. Nocturnals Gräfin wird nicht lange weg sein. Danke. Durch euch haben wir jetzt wirklich eine Chance. Ich sollte euch danken. Ihr hattet keinen Grund, mir zu trauen. Und doch habt ihr es getan. Und euretwegen hatte ich Gelegenheit, meine Gattin wiederzusehen. Mich mit ihr in gewisser Weise zu versöhnen. Nun geht und besiegt Nocturnal. Ich glaube an euch. Was soll ich Valsiren sagen? Sagt ihr, dass ich jetzt zu unserer Tochter gehe. Sagt Val, dass wir warten werden. Wir sollten weitergehen. Hier gibt es nichts mehr für uns. Dann komm, Darien. Geht mir nicht auf den Senkel. Ich habe gerade einen Freund verloren und mich fast hier runtergestürzt. Okay, da müssen wir vielleicht doch mit euch kämpfen. Nocturnals Reich. Wir nähern uns wohl der Spitze dieses verdammten Dings. Was ist denn jetzt auf einmal her? Also keiner sagt, was Basti hier leistet. Ich meine, gut, er tankt nicht immer so super, wie er eigentlich sollte und lässt viele Leute einfach durch, aber er ist auch dabei. Er ist genauso heldenhaft. Wir drei sind heldenhaft gerade. Ihr dachtet, Layton würde mich aufhalten? Höchstens hinhalten. Achtet nicht auf die gruselige Stimme. Wir müssen weiter. Und wir werden weitergehen. Und wir werden siegreich sein, wie immer. Das will ich doch hoffen. Das ist weit genug. Meine Herrin darf nicht gestört werden. Ihre Arbeit ist zu wichtig. Gebt mir den verdammten Dämmerbrecher zurück. Kommt und holt mich! Ich verstehe das nicht. Warum hat das Schwert mich nicht beschützt? Weil der Dämmerbrecher nie für euch gedacht war. Meridias Magie ist fort. Die Klinge gehört auch nicht mehr euch. Das werden wir noch sehen. Nein! Geht in die ewige Finsternis zu Meridia. So sterben wir nicht! Das hat geklappt. Ich meine, natürlich hat das geklappt. Lasst mich eben kurz... Okay, verschnauf du kurz, ich loot hier mal kurz und dann können wir reden. Nocturne als Gräfin irrt sich. Meridias Macht ist nicht verschwunden. Ihre Magie bleibt stark und voller Kraft. Das Gefäß, das letzte Gefäß Meridias, bin ich. Das letzte Gefäß? Was meint ihr?
Ich habe endlich alles verstanden, was Meridia mir erzählt hat. Ihre Macht, sie ist in mir. Und mit ihr kann ich den Dämmerbrecher von der Verderbnis befreien. Ich kann das Relikt wieder mit göttlicher Energie erfüllen. Sotasil sagte, dass wir ein Relikt mit göttlicher Energie brauchen, um den Kristall des durchschaubaren Gesetzes instand zu setzen. Dann ist es sogar noch besser. Ihr könnt den wiederhergestellten Dämmerbrecher einsetzen, um die Welt zu retten. Ich werde nur nicht da sein, um es mitzuerleben. Ich verstehe es endlich. Ich bin das Gefäß von Meridia, ihr Champion. Doch ihr seid der Schlüssel, um Nocturnal aufzuhalten und die Wirklichkeit zu retten. Darien, was wollt ihr damit sagen? Ich will damit sagen, dass ihr das schafft. Wann immer eine Bedrohung auftaucht, führt ihr die Champions zusammen. Ihr findet einen Weg, um zu gewinnen. Und ich werde bei dieser letzten Schlacht an eurer Seite sein. Nur eben nicht so, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Darien, was macht ihr da? Ich gebe dieser Klinge den letzten Rest von Meridias Macht zurück, damit ihr Nocturnal aufhalten könnt. Ich tue das nur für euch. Hab Dank für alles. Ich hasse Geschichten, wo sich immer alle für mich opfern. Nocturnal, komm her, ich bin mächtig sauer. Der Tonkristall ist wieder fast ganz. Ihr kommt zu spät, Sterbliche. Achso, ich muss da durchgehen. Ich dachte, die kommt zu mir. War das so eine Sache, wo ich lieber vorher Bafut nehmen sollte? Ich bin mir nicht sicher gerade. Ich glaube, ich nehme mal ein bisschen Barfoot. Nur so zur Sicherheit. Ich meine nämlich, dass die da ziemlich stark gewesen ist. Weil ab Summer's End spätestens waren die Gegner nämlich extremst stark, meine ich. Auch in der Quest waren die stärker. Feigling, komm. Oder sag mir zumindest, was ich tun soll. Ihr kommt zu spät. Ganz ist. Meridias Macht wird euch nicht gegen mich helfen. Nee, den Dämmerbrecher kann ich jetzt. Kann ich erst benutzen, wenn sie da ist, oder? Dann muss ich, glaube ich, warten. Ich glaube, die Dinger machen mir Schaden, wenn ich hier durchlaufe. Ich habe göttliche Macht. Oder muss ich doch den Dämmerbrecher benutzen? Nö. Erhebt euch, mein Champion. Und dieses Mal seid auch erfolgreich. Endlich! Mein wahrer Zweck! Ich werde euch nicht enttäuschen, Mutter. Mutter? Eure Stärke ist eindrucksvoll, aber das durchschaubare Gesetz ist fast heil. Erhebt euch wieder, mein Champion. Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich werde immer stärker, während diese Welt in Finsternis gebadet wird. Erlebt meine ungehemmte Macht. Aber der Dämmerbrecher bewirkt hier so nicht wirklich was. Nein! Der Turmkristall sollte doch mein sein. Der Kristallturm. Seine Verteidigung schließt mich nicht mehr aus. Seid ihr hier, meine Freundin? Ja, ihr habt es geschafft. Ich wusste es. Ich, ja.
das durchschaubare Gesetz ist wieder heil. Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist. Und ihr habt Nocturnal aufgehalten. Ihr seid wieder auf Sommers End, meine Freundin. Der Turm selbst. Neu erschaffen. Aber wo sind Darien und Layton? Darien hat sich selbst geopfert, um die Macht des Dämmerbrechers wiederherzustellen, damit ich den Turmkristall instand setzen kann. Natürlich. Als ihr den Turmkristall wiederhergestellt habt, wurde Nocturnal wahrscheinlich zurück in ihr Reich geschleudert. Ich mache mir ein wenig Sorgen, dass ich ohne Schlüssel hineinspazieren konnte, doch das können wir uns später zusammenreimen. Jetzt müsst ihr mir sagen, was Layton zugestoßen ist. Layton gab sein Leben, damit wir die Spitze des Turms erreichen konnten. Layton, ich werde später um Layton trauern. Ich bin nur froh, dass er euch geholfen hat. Er hätte unsere Tochter stolz gemacht. Fürs Erste müsst ihr Sotasil erzählen, was geschehen ist. Dann können wir Sommers End darüber in Kenntnis setzen, dass die Insel, ja die Welt, wieder sicher ist. Gehen wir. Da. Wie ich es schon vorhergesehen hatte, waren eure Bemühungen erfolgreich. Eine winzige Wahrscheinlichkeit ist alles, was es braucht. So etwas wie Aussichtslosigkeit gibt es nicht. Ihr seid der Beweis dafür. Das durchschaubare Gesetz ist durch die Macht des Dämmerbrechers wieder ganz. Vielleicht war das von Anfang an Meridias Plan. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber eure Standhaftigkeit hat sich gelohnt. Ihr habt nie aufgegeben, auch als die Finsternis unerträglich wurde. Und deshalb ist der Kristallturm wieder sicher. Aber dabei haben wir auch Freunde verloren. Leben und Tod, beides ist Teil eines Kreislaufs. Solange wir uns ihrer erinnern, werden sie nie vergessen werden. Wird Nocturnal es nicht wieder versuchen? Nocturnal hat hunderte von Jahren gebraucht, um all die Teile ihres Plans passend zu arrangieren. Und mit nur einem Stoß des Dämmerbrechers habt ihr all das zunichte gemacht. Es wird sicher andere Pläne geben, aber diese besondere Bedrohung ist vorüber. Und was geschieht als nächstes? Als nächstes? Alles, was wir unternehmen, könnte das Gleichgewicht des Zeitflusses verändern. Genießt den Augenblick und erkennt, dass ihr Gutes getan habt, meine sterbliche Freundin. Ihr habt Sommers End gerettet. Ihr habt sogar die Realität selbst gerettet. Sogar ich hätte das nicht besser gekonnt. Ja, und wir halten einen geladenen Heilstab vom Set Weisheit von Vanus und einen Fertigkeitspunkt. Nun muss ich mich erst um andere Dinge kümmern. Wir haben immer noch Arbeit vor uns, meine Freundin. Ich fürchte, wir haben noch Arbeit vor uns. Auch wenn der Kristallturm weiterhin vor Daedra geschützt ist, kann doch jeder Sterbliche einfach durch seine Tore treten. Wir müssen die Sapiarchen davon überzeugen, Verbündete um sich zu scharen, um das kristallene Gesetz zu schützen. Wie können wir die Sapiarchen davon überzeugen, Hilfe anzunehmen? Dafür braucht es weitaus mehr Einfluss, als ihr oder ich geltend machen könnten. Dessen bin ich mir sicher. Wir werden ein Treffen der einflussreichsten Führungspersönlichkeiten Sommers Ends einberufen. Mit so viel Macht, die uns den Rücken stärkt, können wir die Sapiarchen vielleicht zur Vernunft bringen. Und wenn sie die Dinge anders sehen? Wir haben bereits erlebt, welche Verwüstungen möglich sind, wenn der Turm in die falschen Hände gerät. Und der jüngste Angriff durch Nocturnal belegt nur umso mehr den Bedarf an besserem Schutz. Ich möchte, dass ihr helft, unseren Fall vorzutragen. Werdet ihr euch uns anschließen? Ich werde euch helfen, die Sapiarchen zu überzeugen, wenn ich kann. Geht und erzählt Oriandra von meinem Plan. Sie wird wissen, welche Gruppen zu benachrichtigen sind. Wärt ihr so freundlich, auch Sotasil zu bitten, sich uns anzuschließen?
Seine Unterstützung wäre äußerst hilfreich für unsere Sache. Wie schlagt ihr euch? Ehrlich gesagt, hatte ich noch keinen Augenblick Zeit, um alles zu verarbeiten, was da geschehen ist. Es gibt noch so viel zu tun. Und vielleicht ist es so auch am besten. Die Zeit der Trauer kommt später. Jetzt müssen wir für das Wohlergehen von Sommers entsorgen. Ja, und mit diesen Worten würde ich allerdings sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Die Folge ist wieder wahnsinnig lange geworden. Und ich muss auch erstmal alles einigermaßen verarbeiten, weil das hatte ich so direkt nicht mehr im Kopf. Und ja, dann werden wir die neue Allianz oder wie es eben oben gestanden hat, in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.